Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich weiß immer noch nicht, was hier richtig los ist, aber ich bin hier mitten im Gefecht und muss die Feinde beschützen und ich weiß gar nicht, wie viele Angriffswellen jetzt kommen oder ob ich irgendwas machen muss. Ja. Wie sieht's denn aus? Ja. Also da kann ich wohl, ja. Ich nehme mal wieder meine anderen hier. Ich hoffe, es geht schneller. So gemein. Was ist hier los, Mann? Okay. War es das jetzt? Quest gescheitert. Ich habe sie nicht beschützen können, oder was? Nee, diese scheiß Schleusentore oder... Boah, ich blick nicht durch, ey. Ich habe mich doch nur um die Leute gekümmert. Hätte ich jetzt in der Zeit was machen sollen? Oder ist sie gestorben? Oder was? Oh, sie ist gestorben. Ich konnte sie nicht... Oh nein, ich konnte sie nicht beschützen. Auch deswegen. Kacke. Ja, aber was mache ich jetzt? Kann ich da nicht irgendwas machen? Kann ich das nicht nochmal machen? Und ist noch... Aber das waren wirklich viele Gegner. Und ich weiß nicht, ob ich sie... Oh, ich versuche das mal hier. Ich versuche das mal mit der automatischen Speicherung. Ich habe das jetzt nicht gespeichert. Vielleicht klappt das ja. Wenn ich jetzt hier das Amulett wieder zurückbringe und hier rausgehe zur Wiege des Sommers, müsste das ja alles nochmal jetzt eigentlich kommen. Ja, dann werde ich das Ding mal hier benutzen. Hier beginnt der Sommer, o Sterbliche. Und wenn der letzte Winter seinen kalten Odem auf den Steinen eurer Väter und Mütter hinterlässt, werdet ihr das Ende der Tage erleben. Und es wird hier geschehen, wo es begann. Ein friedlicher Tod in der Wiege. Okay. Also wir machen gerade eigentlich alles nur nochmal. Dann müsste das ja gut gehen. Leider nervt es mich ein bisschen, wenn ich jetzt die ganzen Angriffswellen nochmal machen soll. Und ich frage mich jetzt gerade, ob ich einen Cut machen soll. Ich glaube ja. Ich mache mal einen Cut und guck mal, ob ich genau diesmal hinkriege. Jetzt wird wieder alles schwarz und so. Genau. Es ist aber auch merkwürdig hier gewesen. Bisher. Jetzt wacht sie auf und wir reden nochmal. Ich werde mal einen Cut machen und die Angriffswellen nochmal stoppen. Beziehungsweise... Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was... Wegen ja. Euch ist die Barriere durchbrochen. Die Wiege... Meine... Eure Störung der Wissenssteine hat alle... Und wir beschützen die Wiege mit einer Macht. Dann kommt. Lebt wohl. So, ich mache einen Cut. Versuch sie zu beschützen und schalt einfach mitten irgendwann im Kampf wieder dazu. Bis gleich. Ach, ich glaube, diesmal habe ich es geschafft. Sieht irgendwie gut aus. Steht jedenfalls jetzt diesmal, Und ich glaube, ich habe sie gut beschützen können. Sie hat hier die ganze Zeit gesessen und ich habe mich nicht vom Fleck gerührt und habe von ihr ausgekämpft. Sie lebt noch. Ich bin so schwach. Aber es ist vollbracht und die Wiege ist wieder sicher. Ihr habt das Richtige getan und ich übergebe euch mit Freuden diesen Talisman als Zeichen meines Dankes. Vielleicht haben die Ersten doch die Wahrheit gesagt, dass die Quellen versiegen werden, dass alles doch endlich ist. Zumindest fühle ich mich gerade, als sei mir alles Leben entzogen worden.
Ein seltsames Gefühl, dieser Tod. Vielleicht ist die Sterblichkeit doch gar nicht so schlecht. Du hast nicht genug Platz, um die Gegenstände an dich zu nehmen, die du behalten solltest. Sie wurden in einen Beutesack gelegt. Boah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Aber auf einmal kommt hier noch so ein Kram dazu, mit dem man gar nicht rechnet. Was hatte das jetzt mit dem Wissensstein auf sich weg quasi? Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder hätte ich das verhindern können? Jetzt ist sie ja doch gestorben. Menno. Ja, ich weiß nicht, was das heißt. Wir hatten eigentlich hier... Nee, wir waren ja eigentlich hier beim Amulett. Wo ist denn das jetzt nochmal? Das Amulett, genau. Hier waren wir beschäftigt. So, und jetzt kann ich natürlich Sachen hier alles zerstören. So, nimm das mal. Jetzt können wir natürlich alles an uns nehmen. Ja, das nehme ich mal. Ja, Bogen, endlich mal. Ich finde sehr, sehr selten einen Bogen, muss ich sagen. Besatzlederrüstung, das ist ja auch wieder schön. Ich hab eine Menge Kram halt. Das ist immer doof, wie immer. Muss ich jetzt schauen, was gut ist und was nicht. Das ist natürlich eine 94er Verteidigung. Ist Verteidigung wesentlich besser, aber hier haben wir unseren anderen Kram. Nee, sorry, bleibe ich dabei. Hier haben wir diesen Talisman. Wollen wir sowas behalten? Oder eher nicht? Eigentlich ist ja unser Schild langsam abgelaufen. Der ist ja gar nicht mehr so gut. Und ja, aber es ist halt auch immer Schaden um die Gem, muss ich sagen. Das ist schwierig zu sagen hier, aber wenn, dann nehme ich nicht so ein Elementresistenzdingens. So, Plunder, alles zerstören, weg damit. Wir nehmen das wieder. Und was haben wir hier? Ja, wir nehmen wieder alle. Oh, Gemme des Erfolgs, natürlich möchte ich die haben. Was kann ich wieder entsorgen? Was haben wir denn Schönes eingesammelt? Ja, die behalte ich jetzt erstmal. Ach nee, das war ja der neue Feinklinge, die auch dabei war. 36, 26, 26. Die sind beide gut. Ich weiß gar nicht, welche ich dann nehmen soll. 41, 65. Wenn man die jetzt auch noch schön aufmotzt, dann ist sie gar nicht, ist das gar nicht schlecht. Oh, ein toller neuer Bogen. Moment mal, sekundär. Was haben wir denn da? 35, 29, aber allgemeiner Schaden 71. Ach, Manno, ist gerade schwierig hier. Warte mal. Leute, ich mach mal ganz kurz einen Cut, um die Sachen zu sortieren, damit nicht so viel Zeit dafür flöten geht. Ich mache das wirklich nur aus zeitlichen Gründen gerade, damit es nicht so langweilig ist und ich nur Sachen jetzt vergleiche und ich muss Sachen entsorgen und vielleicht mache ich es mir noch einfacher und reiß nochmal woanders und verkauf Sachen oder so. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe zwar nicht viel Platz jetzt im Inventar und so, aber irgendwie soll ich jetzt hier auch hin und mit dem auch nochmal reden, also mache ich das mal eben, wenn ich schon mal hier bin. Seid ihr eine der Eindringlinge? Eines der Kinder des Staubs? Was könnten wir euch denn noch geben, dass ihr euch nicht schon genommen hättet? Die Wiege des Sommers ist keine Blume, die man sich einfach pflückt. Welche Eindringlinge meint ihr? Sterbliche. Kinder des Staubs. Jene, die nur danach streben, die Schätze des Landes zu stehlen, dem wir entstammen. Deren einziges Ziel es ist, den tiefen Schlummer zu beenden. Sterbliche wie ihr, die die Natur ihrem Willen unterwerfen wollen. Die danach streben, dass sie sich als Dienerin vor ihnen verneigt, statt sie als Führerin und Mutter anzunehmen. Sterbliche. Diebe, Lügner und Schwächlinge. Sie haben Gegenstände von gewaltiger Macht gestohlen. Sie haben die drei Stäbe gestohlen. Was sind das für Stäbe? Ich habe von den Stäben schon mal gehört. Es sind Rivena Tarsus, Dämmerfrost und Enders Feuer. Drei unglaubliche Waffen, geschmiedet, um einen Krieg zu beenden, der drohte, eure sterbliche Welt zu verschlingen. Derartige Kostbarkeiten, Gegenstände von solcher Macht und Bedeutung, dürfen nicht offen aufbewahrt werden. Und so wurden sie hier versteckt, zumindest bis die Eindringlinge sie gestohlen haben. Kann ich helfen? Ein Kind des Staubs möchte dem Kreislauf helfen? Nun, das ist beispiellos. Wenn ihr jenen von uns, die sich im tiefen Schlummer befinden, wirklich helfen wollt, seid ihr uns willkommen.
Die drei Stäbe wurden aus der Sylhöhle gestohlen und von den Dieben zerstört, die weder ihre Macht noch ihren Wert erkannten. Ich habe ihre Todesschreie gehört. Die Bruchstücke müssen geborgen und die Stäbe neu geschmiedet werden. Wenn euch dies gelingt, seid ihr der Diege würdiger, als ich es mir je hätte vorstellen können. Doch dies wird vermutlich nicht geschehen. Wo finde ich die Teile? Für diese Antworten suche ich die Weisheit des Schlummers. Denn in den Träumen werde ich erfahren, wo sich diese Diebe aufhalten. Raff, Kurta und Hagni. Ja, da... So eilt dahin? Ja, du sabbelst mir auch ganz schön viel und das Ding werde ich bestimmt nicht lösen. Aber viel wichtiger ist, dass wir hier eigentlich immer noch... Geht dorthin zurück, von wo ihr... Ja, da hinten ist noch so ein Wissensschein und ich hab, wenn ich ehrlich bin, das hier nicht kapiert, was hier passiert ist. Komm, ob es, wenn ich diese Dinger benutze, irgendwie, ob das damit was zu tun hatte. Der große Kreislauf brachte mächtige Magie nach Amalur. Der arkane Schleier führte König Ysas Herrschaft herbei und alles im Gleichgewicht, auch seine Zerstörung. Die Zyklen verstrichen, der Sommer welkte zum Herbst und Lord On beschnitt seine Stärke. König Ysas Einfluss ließ nach wie der Schatten zum Mittag. Die Feinlande erholten sich von ihrem Sprießen und ein Nebel der Trägheit ließ die Wälder verstummen. Als der Wintermond abnahm, begann es. Ein schrecklich... Toll, jetzt habe ich natürlich mit dem Kartenreisen das unterbrochen. Entschuldigung. Hallo, dabei sage ich schon mal extra nichts. Naja, egal. So, wollen wir uns mal hier drum kümmern um den Guten Typen. Guten Tag, Reisende. Genau, der blutende Mann. Weswegen wir eigentlich Lasst los sind. Lasst euch nicht stören. Ich bin nur ein Flüchtling auf der Suche nach Almosen. Das Leben ist hart, seit uns die freien Männer ständig angreifen. Ich bin sicher, ihr versteht das. Ich hab das Amulett. Wunderbar. Gebt es her. Das Amulett selbst ist den Stein nicht wert, aus dem es gemacht ist. Aber seine Geschichte interessiert mich. Endlich habe ich etwas aus Amans Besitz. Warum sollte ich es euch geben? Ich habe zwar kein Gold, aber ich konnte einige überaus nützliche Gegenstände zusammentragen. Auf meinen, Reisen. Ich bin nicht sicher. Nehmt euch Zeit. Ich habe noch ein paar Gläser Blut übrig. Ja, ich habe das Amulett immer noch. Was kommt jetzt? Die Frage ist, warum soll ich eigentlich da vorne auch noch hin? Was hat es mit dem Amulett denn hier vorne auch noch zu tun? Hier, ich muss mal mit ihm hier reden. Ja, was wollt ihr? Ich durchlebe eine schwere persönliche Krise und möchte nicht gestört werden. Ja. Verdammte freie Männer. Ich bin eine Frau. Ich habe das Amulett. Mein gestohlenes Amulett, noch dazu von seinem Fluch befreit. Wunderbar, nicht wahr? Und gar nicht mehr tödlich. Gebt es mir. Bin ich mir auch nicht so sicher. Warum sollte ich es euch geben? Ich kann euch reich machen, meine Liebe. Gold. Gibt es etwas Besseres? Ihr könnt euch damit alles kaufen, was euer Herz begehrt. Ach komm, so goldgierig bin ich nun auch nicht. Tja, ihr solltet euch lieber sicher sein, bevor ich mein Angebot zurückziehe oder die Miliz rufe und euch nach Rathir bringen lasse. Lebt wohl, Fremde. Okay, ich gebe dem anderen das Amulett. Passt auf euch auf. Lass mir nämlich nicht drohen. Nee. So weit kommt's noch, dass ich hier mich... Hallo. Dann gebe ich das lieber dem anderen, dem Amulettensammler. Nicht, dass ich hier gerade die Arbeit gemacht habe und... Ihr seid zurück. Ja, hier. Habt ihr es euch anders überlegt? Bitte, seht mich an. Ich habe nichts mehr, bis auf ein paar Tropfen Blut. Ja, ich bin gnädig. Seid gnädig. Bitte. Darum mag ich euch. Ihr redet nicht, ihr handelt. Deshalb werdet ihr es weit bringen, wie ich, bevor ich verraten und dem Tod überlassen wurde. Ach, du Armer. Auf bald. Auf bald. Dann blute dich mal davon. Und jetzt habe ich natürlich mit dem anderen ein Problem, ne? Seid erneut gegrüßt. Doch? Wo ist er denn? So, jetzt habe ich doch... Seht mich nicht an. Hier. Elrod. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe es euch bereits gesagt und ich sage es euch erneut. Wir brechen auf, sobald es irgendeinen anderen Ort gibt, an den wir gehen können. Ach, das ist ein anderer, ne? Sagt euren Freunden in Emaire, dass wir, solange die Tuatha unser Zuhause niederbrennen, weiter nach einem Ort suchen werden, an dem wir uns niederlassen können.
Ich hatte mich schon gewundert, warum der jetzt hier pennt. Das ist jetzt wieder ein anderer. Ist schon wieder ein anderer Quest. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und ich kenne die Tuatha. Ich selbst habe im Krieg mehr als genug von ihnen getötet. Ich bin Elrod Edman, Anführer dieses erbärmlichen Trupps von Bittstellern. Wir kommen von den Höfen der Tyvilli-Küste. Doch wenn ihr nun dorthin geht, werdet ihr nur noch Ruinen vorfinden. Die Stoßtrupps der Tuatha haben uns dort mit Schrecken überzogen, wo wir am sichersten waren. Zu Hause. Unter uns gibt es Spione, meine Liebe. Und sie müssen aufgespürt werden. Werdet ihr mir helfen? Woran denkt ihr? Tötet sie! Was sonst? Ich würde es ja selbst tun. Aber ich muss meine Leute anführen. Sie haben keine nennenswerte Hoffnung mehr. Meine Stärke ist alles, was ihnen geblieben ist. Naja, ich bring auch alle um, wo mir jemand sagt, dass ich ihn umbringen soll. Klar, mache ich. Sehr schön. Dann sollten wir unauffällig vorgehen. Es gibt 3 Personen, die ich verdächtige, für die Tuatha zu spionieren. Sie werden in Gold bezahlt. Es gibt keine Belege für ihre Taten. Anret Amphast gibt sich als Rekrutierer des Militärs aus. Froma und Nack hingegen sind Bewohner unserer Lager in der Ebene. Seid vorsichtig. Geht davon aus, dass sie eng miteinander verbunden sind. Seid schnell. Seid erbarmungslos. Ja, yeah, alles klar. Viel Glück. Wo ich die finde, das kann ich ja immer noch rauskriegen. Ich bin immer noch hier bei einem anderen Quest. Nein, ich will den Quest nicht. Ich bin immer noch bei dem anderen Kram. Wo ist das hier? Schlüssel, Bug. Wo ist denn das jetzt hier mit dem anderen? Ich habe doch jetzt dem anderen das Amulett quasi weggenommen. Ich dachte, ich muss mit dem jetzt kämpfen. Ist das jetzt beendet? Aufgaben, wo ist denn das? Beendet bestimmt. Beendet. Payfringer, Schleudern, Durchbruch. Oh, jetzt sind hier aber auch alle anderen auch noch drin. Mann, ich will das doch endlich mal. Mann. Ist das hier vielleicht eher oben? Bei den letzten wäre gut. Ach, das war hier. Das war ein eigener Quest, Schleusentore. Alles klar. Das da, Spendensammlung. Nee, das müsste ja dann noch drinne sein. Oder bin ich jetzt doof oder doof oder... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Nach dem Stab gucken. Glocke. Kunova, Kobolde, Würdenträger, Schaman, Julien retten. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Blick hier gerade nicht durch mit dem doofen Amulettscheiß. Ich dachte, ich müsste jetzt mit dem anderen kämpfen. Gut, dann nehmen wir den nächsten Quest. Kümmern wir uns halt mal um die Spione jetzt und gut ist. Was soll das? So, ich hoffe, ich muss jetzt nicht so weit reisen dafür. Ich krieg immer neue Sachen, die ich zu tun kriege dabei. Ach, der im Norden, den kriegen wir schneller. Dann gehen wir da mal hin, weil die Zeit wird schon wieder so knapp. Und ich wollte das eigentlich ganz entspannt angehen. So richtig schön Quest für Quest durchgehen. Und dann kommt aber immer irgendwie was dazwischen. Und das ist auch für mich so verwirrend. Und man wird so schnell... Ihr starrt mich an. Ach, ich werde immer so schnell abgelenkt. Das ist auch noch meins. Das ist auch noch meins. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Den kann ich mir immer noch holen. Hauptsache, es klaut keiner. So. Seid erneut gegrüßt. Hi. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Hier sollen wir ja hin. Kümmern wir uns mal um die Leute. Schnell. Hallo? Schnell und leise. Ach, du bist direkt hinter mir. Hier, Anret Amphast. Ich bin in offiziellem Auftrag unterwegs. Solltet ihr also nicht von der Alpha-Armee geschickt worden sein, haben wir keinen Grund, miteinander zu sprechen. Erzählt mir von den Tuatha. Ihr könnt jeden fragen und werdet immer dieselbe Antwort erhalten. Sie sind Tiere. Die sterblichen Völker bedeuten ihnen nicht das Geringste. Für sie sind wir nur Staub. Ja, gesteht eure Spionage. 44%, wir versuchen es mal. Ich? Ein Spion? Oh. Das ist ja lächerlich. Ihr solltet vielleicht mit dem Trinken aufhören, solange ihr noch einen Rest von Verstand besitzt. Oder vielleicht sollte ich euch auch persönlich aufhalten. Ja, geht nur. Schnell und leise. Schnell und leise. Der ist schon mal hin. Dann kommt jetzt der nächste, der nicht mehr hier ist. Na, nö. Tja,
So schnell kann es gehen. Dann der nächste, denn wir wollen uns ja hier beeilen. Von wo geht's denn mal am schnellsten? Ich gehe mal hier hin und dann laufe ich nach Westen und hoffe, dass da jetzt nicht Gebirge ist. Ich werde angegriffen. Schön, schön, wie viel ich wieder sehe. Hallo, ich sehe nichts. Boggart, Idioten hier. Was hatte ich gesagt? Westen, ne? Bin ich jetzt, laufe ich da? Oh nee, hier sind so viele. Was weiß ich was. Will ich nicht, brauche ich nicht. Habe ich keine Lust zu? Habe ich echt keine Lust zu? Hier, die bemerken mich auch nicht. Alles gut. Alles fein. Lasst mich. Da kommen die Nächsten. So. Moment, bin ich gerade in so einem... Ja, leck mich doch mit mir im Inventar dann nicht. In so einem Winkel, wo es gerade ging, mit den Feinden, wo ich so ein bisschen drumrum komme, dass ich die nicht alle töten muss. Ja, genau, wenn ich jetzt hier oben langlaufe, dann bin ich nämlich, glaube ich, wieder auf der westlichen Seite, wo ich eigentlich hin wollte. Genau. So. Und trotzdem habe ich dann ein bisschen, glaube ich, Laufweg gespart. Ach ja. Kümmern wir uns eben darum. Na gut, ist ja auch nicht schlecht, wenn man eine Quest macht, den man gerade aktiv auch gehört hat. Dann kann man immer so ein bisschen sich wieder reindenken, hä? Was wollten wir eigentlich gerade machen und überhaupt? Ich hoffe, das dauert jetzt keine Ewigkeit, aber es sieht ganz gut aus, dass ich da jetzt eigentlich gleich hinkommen sollte. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Wir laufen einfach mal alle schön aneinander vorbei, wie wir das ja eben immer so machen. Genau, da oben, da ist doch der nächste, Heini. Da laufen wir mal hin. Schnell und leise, hieß es, schnell und leise. Flüchtlingslager. Ich habe euch kommen sehen. Ich hatte auf euren Besuch gehofft. Ich bin besorgt, wo doch so viele freie Männer durch die Hügel und Höhlen streifen. Sagt, Kind, habt ihr eine junge Frau in der Gegend gesehen? Sie ist recht hübsch, mit roten Haaren, einer Tätowierung wie der meinen auf der Wange. 3 Tage sind schon vergangen. Wo ist sie? Meine neu gefundene Liebe. Ich habe doch sonst niemanden. Alle, meine Frau, mein Sohn, meine Enkel, alle wurden bei den Angriffen getötet. Mir bleibt nur noch Lyra. Sie und einige Freunde wollten nach einem besseren Lagerplatz suchen. Die Sonne und die Hitze sind nicht zu ertragen. Doch sie sind nicht zurückgekehrt. Ich sorge mich. Ach, würdet ihr einem alten Mann diesen Eingefallen erweisen? Helft ihr mir, sie zu finden? Ja, aber du bist auch gar nicht der, nachdem ich ihr gesucht hatte, ne? Ich danke euch. Ich bin nicht reich, nicht mehr. Doch was ich noch habe, gehört euch. Es bedeutet ohne meine Liebe nichts. Lyra wollte bei Oriators Gruft nach einem besseren Lager suchen, als es diese öde Klippe bietet. Ich würde auf dem Friedhof auf dem Hügel suchen, wo all die alten Kriegshelden begraben liegen. Ja. Lebt wohl. Mach ich dann und noch viel Glück. Ein andermal. Ich dachte eigentlich, ich kümmere mich hier gerade um was anderes. Jetzt darf ich doch wieder einen Cut machen und ich sage, ich werde hier ständig abgehalten über meinen eigentlichen Quests. Schade, ein bisschen schade gerade. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich wollte viel mehr abgeklappert haben, als Neues mir geholt haben. Und auf der anderen Seite, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu eilig, es
tut mir immer ganz gut zu hören zwischendurch, wenn ihr sagt, ist alles gut, du musst nicht immer den Hauptquest gerade weitermachen, Nebenquests sind auch spannend, sammel die ruhig alle, wir arbeiten die gerne alle zusammen ab. Ich versuche dann immer so hektisch schon immer schnell von Ort zu kommen, um diese ganzen Nebenquests auch mal abzuarbeiten, aber ihr seht ja, wie schwierig es ist. Wir sehen uns trotzdem im nächsten Part von Kingdoms of Amalur und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann.